Hey Manni. Hey. Hallo. Alles klar? Ja, kann ich sagen. Und bei dir? Nicht so viel los heute. Aber ich werde mal trotzdem mein Glück versuchen. Geht mir genauso. Und sonst alles klar? Ja. Morgen lerne ich meine Tochter kennen. Wow. Schon aufgeregt? Ja, und wie. Aber ich habe alles gut durchgeplant. Das soll etwas ganz Besonderes werden. 2 Wochen habe ich dafür gespart. Ich muss nur noch die letzten 20 zusammenkriegen. Als erstes kaufe ich mir neue Anziehklamotten. Von oben bis unten alles neu. Danach gehe ich zum Friseur. Ich will ja nicht, dass sie mich so sieht, weißt du? Und zum Schluss kaufe ich als Geschenk ein Parfüm. Und vom Rest gebe ich ihr einen Kaffee aus. Klingt gut. Wie alt ist sie? 19. 19? Schon so alt, hä? Mein Sohn ist 5. Aber wir sehen uns nicht so oft. Ich kann es kaum erwarten. Immer wenn ich junge Mädchen im Alter sehe, dann denke ich an sie. Und manchmal denke ich sogar, sie könnte es sein. Glaube ich dir. Hey Manni, ich pack's. Wir sehen uns. Okay. Ciao. Ciao. Wieder blamiert bis auf die Knochen. 3-0 verloren, auswärts gegen St. Pauli. Ich hab keinen Bock mehr darauf und hab noch Geld dafür zu bezahlen. Guck mal, der da. Die Flaschensammler sind überall. Die nichts anderes zu tun haben. Guck mal, hier ist noch eine. Ey, das ist meine! Gib die her! Wie? Was willst du dann? Was willst du für eine Rolle? Hey. Das war meine Flasche, die hab ich zuerst gesehen. Ich hab die Flasche zuerst gesehen. Was willst du denn für eine Rolle? Hey. Was willst du überhaupt? Ja, das kann dir doch scheißegal sein. Wichtig ist, dass es meine Flasche ist, weil ich die zuerst gesehen habe. Was ist deine Flasche? Hey, das doch, ist meine Flasche, hab ich zuerst gesehen. Ich darf Jan Geschee vorbei. Das ist mir egal. Was denn? Was möchtest du denn für einen Aufstand? Hey? Wie bist du denn eigentlich für? Hey? Ich will meine Flasche zurückhaben. Grüß dich hin, ob du fressen willst. Das will ich aber mal sehen, du Arsch. Was denn? Idiot. Was ist? Was ist denn mit dir? Ja, der Wagen ist weg. Der Wagen ist weg. Lauf, vielleicht kriegst du ihn noch. Summer rain, summer rain, cover your sun, I'll be waiting for the. Manni, geht's? Hallo. Was passiert? Mein Wagen ist weg. Scheiße, Mann! Der ganze Vormittag umsonst, jetzt muss ich wieder von vorne anfangen. Komm, ich lade dich auf ein Bier ein. Nee, du musst heute noch 20 Euro zusammenkriegen. Was, ich leide die 20? Ja, wirklich? Ja, wirklich. Dann sei nicht so und trink ein Bier mit mir. Hm? Ja, okay, ein Bier kann man nicht sagen. Ja. Prost. Prost, Manni. Boah, das Bier tut gut. Seit 2 Wochen nicht getrunken. Und bei dir? Dein Tag war gut?
Mann, wie kommt es, dass du so mit Geld rumschmeißt? Ach, eigentlich wie immer. Unterführung, Fußgängerzone, Unterführung, Fußgängerzone, Unterführung, Fußgängerzone. Nach 6 Stunden hatte ich 5 Euro zusammen. 5 Euro! Und dann bin ich in einer Kirche vorbei, in der Zülpicher. Stehe vor der Kirche, schaue auf den Boden. Und was liegt da? Ein 50-Euro-Schein, Mann! Nein! Ja! Das ist mir schon lange nicht mehr passiert. Das letzte Mal war es Karneval an der Rundstraße. Weißt du, und deshalb wollte ich mit dir feiern. Prost. Prost. Ich habe mich damals gegen sie entschieden. Ich wollte diese Frau nicht. Und Vater werden wollte ich schon gar nicht. Sie hat gesagt, dass sie eine Pille nimmt. Und ich habe mich darauf verlassen. Aber das mit der Pille war gelogen. Na, so schnell kann das gehen, hä? Hast du sie wieder gesehen? Nee. Ich bin abgehauen. Hab mich nicht wieder blicken lassen. Das war feige, ich weiß. Ich wollte frei sein. Naja. Irgendwann kam das alles wieder hoch. Mein Bier ist alle. Ich hol mir noch ein neues. Willst du auch eins? Nee, du, ich muss jetzt los. Na komm, eins. Nee, ich muss jetzt wirklich los. Manni, eins noch, komm. Eins noch. Ja gut, eins. Aber dann muss ich wirklich los. Deal. Entschuldigung. Was ist denn? Kommen Sie bitte mit. Was ist denn? Ich will doch Sie noch was kaufen. Sie können in Ihrem Zustand nicht hier in dem Laden bleiben. Nehmen Sie bitte Ihre... Was für ein Zustand denn? Einkäufe. Ja, was denn? Was denn? Was denn für ein Zustand? Schön, gehen Sie bitte raus. Was denn für ein Zustand? Keine, ich will doch nur was kaufen. Darf ich das? Nein, ich will doch nur was kaufen. Ich will nur was kaufen, so wie jeder andere auch. Darf ich das denn nicht? Was für ein Blödsinn! Habt ihr nichts Besseres zu tun? Habt ihr noch nie jemanden beim Einkaufen gesehen? Kaufe ich irgendwo anders ein? Es gibt da noch genug andere Läden, oder nicht? Hi, Micha. Hi. Lange nicht gesehen. Jo. Ja, und wie geht's? Ach, geht so. Also, nicht selbst verlassen. Und bei dir? Ja. Nicht besonders, ja. Aber es könnte schlimmer sein. Willst du ein Bier? Nee, kein Geld. Ich geb dir eins aus. Cool, ja. Ist okay. Dann gerne. Das Problem ist, ich kann heute Nacht unmöglich nach Hause zurück. Meine Freundin hat mich rausgeschmissen. Naja, eigentlich war es alles okay. Wir haben uns wieder vertragen und ich habe ihr versprochen, dass ich nie wieder spiele. Und dann war der Abend, sie hat eine Nachtschicht gehabt und ich dachte, na gut, dann gehst halt mal raus, Bier trinken, was du halt so machst. Ja, und dann kamen mir diese 3 Vögel rein und bei dem hatte ich heftig was an den Spielschulden gehabt. Meine Freundin, die hatte in der Schublade noch 100 Euro gehabt. Da habe ich 100 Euro genommen. Mit zum Pokern. Aber es war alles okay, es lief gut. Also ich habe gewonnen, ich hab richtig viel Geld über gehabt. Ich bin dann halt danach nach Hause, dann kamen diese Typen auf mich zu, dann haben sie mich überfallen. Ja,
Ja, meine Freundin, die hat mir kein Wort geglaubt. Sie hat gesagt, es geht ja auch nicht ums Geld, es geht ums Prinzip. Jo, und dann hat sie Schloss ausgewechselt. Also wenn ich, also es ist nur heute Nacht, wenn ich heute Nacht bei dir schlafe. Ich frage mich manchmal, wie sie wohl aussieht, meine Tochter. Ob ich sie wohl erkennen würde? Wenn sie so aussieht wie ihre Mutter, würde ich sie sofort erkennen, glaube ich. Also hübsch? Oh ja. Und sie sah aus wie ein Engel. Ach, Micha. Alter Micha! Hallo Claudia, ich bin's, dein Vater. Du kannst dir nicht vorstellen, wie sehr ich mich auf den Tag gefreut habe. Schon seit 2 Wochen. Ich hatte etwas ganz Besonderes mit dir geplant und jetzt liege ich krank im Bett. Ich muss das Treffen leider wieder verschieben. Ich rufe dich an, sobald ich wieder gesund bin. Ich hab dich lieb. Tschüss.